Hallo Leute, es ist wieder Wochenende. Das heißt, es geht weiter mit The Path oder The Path, wie auch immer. Und ich hatte zuletzt gefragt, wen ihr als nächstes haben wollt. Und habe mich jetzt mit euch zusammen dann auch für die Scarlett entschieden. Und und wenn es nicht andersrum gestimmt wird, dann nehmen wir danach dann die Carmen. Schreibt mir doch in diesem und vor allem im nächsten Part, weil ich weiß ja immer nicht, wie weit ich komme. Vielleicht schaffe ich ja dieses Mal auch zwei Mädels am Wochenende. Dann schauen wir mal. Auf jeden Fall nehme ich immer zwei Parts auf. Einmal am Samstag und am Sonntag wird hochgeladen. Und von daher ist am besten immer, ihr stimmt dann am Sonntag beim Part ab. Aber es ist euch selber überlassen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare oder Facebook, wie auch immer. Wir nehmen auf jeden Fall jetzt die Scarlett. Ich bin sehr gespannt, ob wir mit ihr... Mal gucken, wie weit wir mit ihr kommen und mal gucken, wie das Spiel jetzt weiterhin sich so entwickeln wird. Es ist ja immer noch sehr merkwürdig alles. Und vor allem, was für ein Wolf wird es bei Scarlett sein? Ich bin gespannt. Ja, wir legen los. Ihr kennt das ja schon. Tale of Tales Presents. Unser tolles Spiel. Ich freue mich aber schon seit Tagen darauf, endlich zu wissen, wie es weitergeht. Ich bin tatsächlich echt gespannt. Mal gucken. So, da sind wir mit ihr. Go to Grandmother's House. Ja, aber wir sollen, wie immer, ne, kennt ihr ja schon, eigentlich auf dem Weg bleiben. Das wäre dann aber total falsch. Wie sieht sie jetzt eigentlich so aus? Können wir sie mal irgendwie umdrehen? Oh, sie sieht aber doch schon auch ein bisschen älter aus, oder? Vielleicht wirkt das auch gerade nur so. Sie ist auf jeden Fall nicht ganz so jung wie unsere letzte, Ruby. Mal gucken, wie es jetzt mit der Scarlett so läuft. Und vor allem frage ich mich, was, ja, ist jetzt alles dasselbe? Kalte Luft, heißes Wasser. Ist das Nebel oder Dampf? Ich weiß es nicht, aber sie latscht auch hier wieder nur. Ich kann nicht laufen. Da ist die Frau wieder da hinten, das Geistermädchen, die kennen wir ja auch schon. Das ist ja schön. Ach, und sie läuft wieder, das ist super. Ich würde mich schon ganz gerne diesmal beeilen. Also, ich befürchte aber fast bei all den Sachen, die man einsammeln kann. Man weiß ja immer nicht, wie schnell man jetzt dem Wolf begegnet. Ja, sie steckt da im Baum fest, dass man halt zwei Parts braucht, wollte ich sagen. Hallo, na du? Ich bin die Scarlett. Und wenn ich mal jetzt so Enter, Enter, Enter wieder mache, dann... Ach, interessant, okay. Alles, was wir eingesammelt haben mit Ruby, ist erhalten geblieben. Ja, es bedeutet ja quasi auch, dass alle Blumen... Blumen, ja, Blumen, nicht Sternchen. Dass alle Blumen, die wir einsammeln, dass alle Blumen erhalten bleiben. Und daher beantwortet sich die Frage, schafft man dann mit allen auch alle Blumen zu sammeln? Sonst wäre für eine Person das ja doch schon ganz schön viel. Bei den 147 oder so waren das, glaube ich. Das war ein bisschen viel dann. Ich hoffe, wir finden mit ihr jetzt auch andere Objekte. Bis jetzt sind wir auf nichts gestoßen. Ich laufe hier einfach mal so ein bisschen querfeldein, weil ich habe ja keine Ahnung. Wir spielen jetzt einfach mit einer anderen und das finde ich schon auch interessant. Ich finde die Steuerung halt total blöd und die Kameraperspektive finde ich auch total blöd. Aber die Idee an sich finde ich halt nicht schlecht mit den ganzen Mädels durch den Wald und ja. So, da haben wir jetzt den Baumstumpf. Wenn wir jetzt gewisse Dinge wiederfinden, die wir mit Ruby hatten,
vielleicht kann sie dann hier Sachen... Sie macht nämlich jetzt was und ich bin mir nicht sicher, ob die Ruby da was gemacht hat. Sie guckt sich den jetzt an oder was? Sie sagt bestimmt auch was dazu. Ich muss erstmal darüber nachdenken. Das ist ein Baumstumpf im Wald. Das ist sehr interessant. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran. Aber sie tut da auch nichts. Vielleicht ist es auch einfach nicht für sie bestimmt. Wir haben ja noch ein paar andere Madams. Und das war der Baumstumpf. So, dann laufe ich mal dahin, ne? Ja, machen wir das mal. Ah, okay. Ich laufe hier also im Kreis gerade, oder was? Ist egal. Ich laufe mal da vorne hin. Wir müssen sowieso überall lang. Ich bin echt gespannt, was bei ihr mit dem Wolf kommt. Ob man das dann so langsam durchschaut? Machst du da was? Oder? Irgendwie guckt sie sich das immer nur an. Geh mal voran. Ja, ja. Vielleicht von der anderen Seite mal. Kann ja auch sein. Denn da hatte ja die Ruby... Oh, ich bin total irritiert. Jetzt muss ich auch noch hier mit dem Steuerkreuz gerade. Kannst du da auch was hinmalen? Das ist doch die Idee, dass alle Schwestern hier mit der Spraydose was hinmalen und sozusagen ein gemeinsames Kunstwerk erschaffen, schwesterlich. Da muss sie doch irgendwas zu sagen. Die Ruby ist ja jetzt tot? Ich finde das irgendwie doof, wenn sie jetzt dazu gar nichts sagt. Ich enter hier schon vor mich hin, hört man sicherlich auch. Ich bearbeite ja die Tonspur immer nicht mehr. Normalerweise würdet ihr sowas als gar nicht hören, aber es kommt halt immer ein Schatten gerade von Ruby, falls ihr auch drauf achtet. Also ich sehe den bei der Dose jetzt. So ein auf, hey, Erinnerung, sie hat die mal angefasst. Ey, ich hätte das super gefunden jetzt, wenn sie auch was so zugemalt hätte oder dass sie sich so an Ruby erinnert. Aber es hat man wohl gerade eben schon so interpretieren wollen mit diesem Schatten, der da von ihr kommt. Na gut. Dann gehe ich nochmal hier in dieses Gitter. Wie läuft die denn? Voll so zuckend. Ich glaube, dann hätte sie aber auch schon längst... Nee, das... Vergiss es. Machst du hier was beim Netz? Ach, das ist für die Kleine. Es kommt ja immer halt so ein Schatten. Da ist noch eine Blume. Lauf da mal hin. Lauf da mal hin. Bin gespannt, was passiert, wenn man alles eingesammelt hat. Weh, das hat keinen Zweck. Das wäre echt doof. Und da vorne ist noch eine Blume. Das ist ja schon mal schön. Oh, Blumen, Blumen, Blumen. Wo laufe ich denn jetzt mal hin? Ja. Da vorne, das sieht doch interessant aus. Da sind irgendwie so... Ich weiß nicht, was das ist. Ich will es wissen. Lauf da mal hin. Liebe Scarlett. Also den Wolf so schnell begegnen würde ich jetzt gerade noch nicht eigentlich wollen. Aber mal gucken. Vielleicht ist das was... Da ist der Mann wieder. Da ist der Mann wieder. Wenn der Mann jetzt schon da ist, dann haben wir den Wolf ja schon. Was passiert? Haben wir den Wolf schon? Dann sind wir viel zu schnell. Kunst ist, wo das Edle des Menschen
ausgedrückt wird. Ich könnte nicht ohne leben. Ja, ich kann auch nicht ohne Kunst leben. Da stimme ich der Scarlett doch mal zu. Also wenn das der Wolf ist, dann, ich weiß nicht. Aber das ist ja schon eine andere Person. Das war das letzte Mal auch der Wolf. Heb das mal auf, dann haben wir ein Objekt wiedergefunden. Super. Sag mal was dazu. Aber so, dass ich es lesen kann, bitte. Verrückt. Was? Oh, ich kann das nicht lesen. Die Sonne wird hier so überblendet. Man kann es ja gleich nochmal im... Mir ist mein Spiel gerade abgestürzt. Ich habe jetzt mal eben Cut gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was noch da war und was nicht da war. Nein, der Wolf kommt schon. Sie hat sich ans Klavier gesetzt. Das heißt doch, dass der Wolf kommt, oder? Also, dass in diesem Fall eine Frau das ist. Viel zu schnell. Ach, scheiße. Wir haben voll die ganzen Objekte mit Scarlett noch nicht eingesammelt gehabt. Und dann ist sie ja weg. Dann können wir das nicht mehr machen. Das ist ein bisschen zu schnell gewesen. Schade. Ich wäre mit ihr lieber dann nochmal durch den Wald gelaufen. Wäre ich mal gar nicht erst dahin gegangen. Aber das Klavier stand frei und ich dachte, ich setze sie einfach mal ran. Schade, ich habe mich noch gar nicht umgeguckt gehabt. Aber okay. Leider so gelaufen. Och, jetzt regnet es wieder und sie steht auf. Boah, das bedeutet ja, dass wir hier dieses Wochenende aber fix durchkommen. Leider. Wir werden nicht alle Objekte jetzt finden. Im Wald lagen bestimmt noch ein paar rum für Scarlett. Na, dann steh mal auf. Hoppi, hoppi. Scarlett, du warst die schnellste von allen. Vielleicht. Vielleicht sind wir mit den anderen auch so schnell. Aber wenn ich jetzt dann sehe, dass da jemand ist, dann gucke ich mich erstmal im Wald doch noch ein bisschen um. Tja, was können wir dazu sagen? Während sie ja jetzt hier langsam vor sich hin dümpelt, sie hat Klavier gespielt, es war eine Lehrerin da, dann ging der Vorhang zu. Problem ist, Moment, kann ich in den Korb gucken? Hier, kann man es nochmal nachlesen, was gerade eben ging. Jeder versteckt sein wirkliches Gesicht, das ist wahrscheinlich auch gut so. Nee, das ist aber von der Ruby, glaube ich, gewesen. Was haben wir denn hier mit die Maske hatten wir? Nee, das ist doch Scarlett, okay, die Maske, mhm. Ja, es fehlen einfach ein paar Teile. Schade. Was bedeutet das denn für Scarlett? Sie hat eine Maske getragen oder der Wolf hat eine Maske getragen. Vielleicht wurde sie ja getötet von ihrer Lehrerin oder so. Wir könnten halt wesentlich mehr interpretieren, hätten wir jetzt mehr Gegenstände von Scarlett gefunden. Das ist wirklich ein bisschen schade. Aber ich habe es ja jetzt schon mehrmals gesagt und ihr seht ja, ich kann es nicht rückgängig machen. Also, ja, laufen wir einfach mal rein ins Haus. Und dann nehmen wir danach Carmen. Was anderes fällt mir dazu sonst auch nicht ein. Ich finde das ja schön, dass man bei dem Spiel hier so die Zeit bekommt zu überlegen. Aber es ist echt zu lahm. Und vor allem, es ist so vieles nicht erklärt, es ist so vieles nicht klar. Ich hoffe, dass das am Ende, wenn man alle gefunden hat, klarer wird. Aber ich glaube eher, dass der Zuschauer bzw. Spieler sich halt das eher rausfiltern soll, was es mit den Mädels auf sich hat durch die ganzen Gegenstände, weil die Mädchen dazu ja auch immer irgendwas sagen. Aber naja, auch das ist ja sehr schwammig. Trotzdem finde ich das Spiel nicht scheiße. Also, das mal so an der Stelle gesagt. Naja. So, ich schätze mal, ich brauche jetzt wieder mal die Maus. Das letzte Mal war das so. Ja,
Ich klicke wieder mit der Maus vor mich hin. Mal gucken, ob es jetzt... Nee, es sieht ja jetzt schon anders aus als bei Ruby. Die Person geht durch die Tür. Alles geht automatisch. Ich klicke wirklich nur immer vorwärts sozusagen. Alles ist wieder so psychokomisch. Okay. Ich habe irgendwie ein Messer schleifen gehört. Jetzt hat jemand ein Messer gezückt. Ja, ich schätze mal, es wird halt mit Scarlett jetzt auch einfach gleich vorbei sein. Ich raff's nicht, aber ich bin offen für eure Interpretation. Echt, vielleicht, wenn wir alle unseren Senf da reingeben, kommen wir der Wahrheit etwas näher. Ja. Gesammelte Dinge 1 von 6. Ende des Kapitels 2. Extra Räume aufgeschlossen. 0 von 3. Ist ja klar, wir haben nichts sonst gefunden. Zurückgelegte Strecke 530 Meter. Wolf begegnet. Ja. Aber trotzdem hätte ich gern die Räume, was auch immer die Räume sind, aufgeschlossen. Rang C. Das ist wahrscheinlich der Schlechte. Ja. Du hast das verfallene Theater gefunden. Okay. Gut. Oder auch nicht gut. Wie auch immer. Irgendwo geschafft, wenn auch nicht auf die beste Weise, dann knüpfen wir uns jetzt mal Carmen vor. Was soll ich denn sonst machen? Na, die sieht ja heiß aus. Hier, Carmen. Elektra mit roten Pumps. Ein sehr gewagtes Outfit. Auch ihre rote Hose sieht etwas geplustert aus. Aber okay. Wir können ja mal diesmal einfach nach rechts gehen. Das ist ja in diesem Wald sowieso egal. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob Carmen auch die älteste von allen ist. Ich könnte es mir vorstellen. Egal. Wir laufen mal. Wenn ich, wie gesagt, an einen Ort diesmal wiederkomme... was? Ich wünschte... Ach, die sagen ja immer alle was zu dem Wetter hier, zu der Gegend. Ich wünschte, es wäre wärmer. Dann könnte ich schwimmen gehen. Und mit einem bisschen... Und mit einem bisschen Glück würde ich vielleicht von einem hübschen irgendwas am Bildschirmrand, hübschen Mann, tot? Was redet sie da bloß? Ich kann es nicht lesen. Ja, was auch immer Carmen da redet. Aber sie wünscht sich schöneres Wetter und wärmeres Wetter. Da bin ich eigentlich eher auch ihrer Meinung nicht so. Ruby, die mochte das ja. Also in Spielen finde ich das toll. Gerade zur Winterzeit, wenn es dann so draußen kalt ist und düsterer und so, dann machen auch irgendwie Horrorspiele voll Spaß. Aber in Wirklichkeit bin ich voll die Frostbeule und habe immer kalte Hände und brauche immer extra was an, damit ich nicht friere. So, Carmen. Was ist denn Carmen passiert? Wir wissen es nicht. Gut, ich laufe einfach mal hier weiter. Ist ja ganz
In Ordnung, glaube ich. Ach, eine Blume, super. Und vor allem, da die Badewanne, vielleicht bringt das ja Carmen was. Da kommt das Geistermädchen gleich lang gerannt und freut sich. Yeah, eine Blume gefunden. ...34 von 144. Da müssen wir noch ein bisschen sammeln. So. Ach, guck mal. Es ist ihre Badewanne. Sie macht da nämlich jetzt auch was. Mit Ruby hat das nämlich nicht funktioniert. Und das heißt, es hätte mit Scarlett auch nicht funktioniert. Ein bisschen Seife und viel warm und nass. Nie mehr alleine. Also sie mag auf jeden Fall irgendwie Wärme. Habe ich jetzt mal so rausgehört. Sie ist wohl eher der sonnige Typ. Laufen wir mal zur Blume. Ist ein gutes Zeichen, dass wir da hinten welche sehen. Super. Wenigstens schon mal mehr gefunden. Ich hatte doch eigentlich eine Blume hier, dachte ich. Hm? Okay. Hol sie dir. Schnapp dir die Blumen. Vielleicht ist Carmen auch die für den Brunnen zuständige. Ich weiß es nicht. Nein, da wird die Kleine angezeigt. Dann ignorieren wir das mal weiter. Aber geh mal dran vorbei. Ich finde ihren Gang irgendwie cool. So. Ach, ist mir doch egal. Ich laufe jetzt hier einfach mal durch den Wald. Das Klavier. Ach Mensch, das Klavier, das wäre bestimmt was für Scarlett gewesen. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, da wird sie auch gerade angezeigt. Schade, oder? Ich täusche mich. Aber das Klavier hätte jetzt gut gepasst. Damit ist sie ja quasi gerade gegangen, gestorben, wie auch immer. So, und dann wollte ich irgendwie da vorne noch hin. Nicht zum Brunnen. Nicht zum Klavier. Wo wollte ich denn hin? Irgendwo hatte ich was gesehen. Die Blume auf jeden Fall. War das die Blume, die ich wollte? Ach, ich weiß nicht. Bin froh, wenn wir welche finden. Immer mitnehmen, immer mitnehmen. Da ist der Brunnen. Ja, wo gehen wir denn dann mal hin? Ach, zu der nächsten Blume. Vielleicht sind das ja unsere Ziele. Theoretisch müssten die Blumen einen doch auch so ein bisschen den Weg weisen, oder? Oder sind die einfach kreuz und quer gestreut? Keine Ahnung. Oh, da kommt gleich die Sing-Sang-Musik. Wenn ich das ganz toll und richtig mache. Eigentlich hatte ich irgendwas gesehen, aber egal. Gehen wir mal dahin. Da ist doch schon wieder irgendwas, oder? Da ist der Wolf. Nee, zu dem will ich dann noch nicht. Nee. Dann sind wir nämlich sofort wieder durch hier. Das geht ganz schön fix. Wenn man jetzt erstmal gerallt hat, wie es geht, geht's ganz schön schnell. Da kann ich mir vorstellen, so ein, zwei Wochenenden noch und dann war es auch mit Path. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich wünsche mir auf jeden Fall noch irgendwie ein Ende, was ein bisschen was erklärt. Da hinten ist ein Stuhl, da laufe ich auch noch hin. Problem ist, ich finde es schade, dass es keine Markierung dafür gibt, dass wir jetzt den Wolf eigentlich schon wieder gefunden hatten. Dann hätte ich das jetzt geschafft, aber dann ist man halt ganz durch und man hat ja keinen zweiten Versuch.
Hier sind so viele Blumen, die muss ich noch einsammeln. Wir sind gut mit ihr im Blumensammeln irgendwie. Aber es werden auch so viele hier angezeigt. 3 Stück hintereinander. Da, den möchte ich mir gerne mal anschauen. Ist das was für dich? Du magst es doch warm und kuschelig. Jawohl. Wenn sie es benutzt, ist es ein Körbchen. Na, ja. Es gibt einen bestimmten Rhythmus, dem man nicht widerstehen kann. Er ergreift deine Glieder und lässt dich vergessen. Mhm. Okay. Gut, wenn du das sagst. Mensch, sind das viele Blumen. Unfassbar. Ja, also die Blumen führen mich eigentlich gerade wieder in Richtung Wolf. Aber das ist halt das Fiese. Wenn ich sie jetzt einsammle, weiß ich, dass ich hinterher den Wolf dann vergeblich wieder suche, wenn ich ihn will. Aber naja. Ich habe da hinten wieder eine Blume schimmern sehen. Aber ich will halt nicht den Weg da gehen, weil da geht's, glaube ich, zu ihm wieder. Sah übrigens aus wie ein Holzfäller oder so. Ach ja, dann lauf mal hier lang. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, laut Karte. Ich weiß auch noch nicht, was es mit diesen Räumen aufschließen auf sich hat, aber egal. Vielleicht durch genug Blumen, die man gesammelt hat, oder genug Objekte, die man gefunden hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt ja danach, wenn man die alle durch hat hier im Wald, ja auch noch ein Level, was man machen soll. Wäre ja auch witzig, wenn es dann noch weitergeht oder so. Da, die Blume holen wir uns mal. Aber einfach mal eine Karte geben, wäre doch nicht so schlimm, oder? Bin gerade ein bisschen nachdenklich, wo ich immer hinrenne. Es gibt ja auch null Orientierungspunkte in dem Sinne, außer diesen komischen Nebelsee da hinten. Genau, nämlich jetzt, wo sie wieder anfängt zu gehen. Da will ich nicht hin. Also wieder kreuz und quer woanders lang. Die Karte scheint hier immer alle, was weiß ich, wie viel Meter, weiß ich jetzt gar nicht. Ich würde noch gerne mehr Objekte finden, da wir mit Scarlet halt so rar waren. Du vielleicht auch nochmal an die Mauer? Ich werde es halt mit jeder einfach mal ausprobieren, obwohl ich glaube, diese Mauer mit Graffiti-Spray war für, ja, war einfach für Ruby bestimmt. Nicht für die anderen, deswegen tut sich hier nichts trotzdem. Ja, da kommt auch dann die andere. Da kommt immer ein Geist. Bild von ihr. Sie war es halt, die das benutzen konnte. Das war halt ihr Gegenstand. Genauso wie bei den anderen Gegenständen dann auch immer der Geist der anderen Schwestern, sag ich jetzt mal, auftritt. Einmal noch, die Karte wäre schön. Außerdem werde ich auch gleich einen Cut machen müssen. Sind aber gut dabei und ich freue mich darüber. Wo bin ich? Wo bin ich? Ach Gott, da. Okay. Ich halte mich mal ein bisschen hier so lang.
Jawohl, da ist ein Auto. Da ist Ruby aber auch eingestiegen. Kann man sagen, sie ist ins Auto des Mannes eingestiegen oder so? Ich, naja. Gehst du auch ins Auto? Nee, da kommt der Geist der anderen. Da ist ja eine Blume und da ist auch eine Blume. Wenn man läuft, sieht man die nicht. Das ist total komisch. Wenn wir wenigstens 100 Blumen schaffen, wäre ganz gut, glaube ich. Aber wozu es gut sein soll, weiß ich nicht. So, die da hinten hole ich mir noch, dann werde ich leider ausmachen müssen. Vielleicht finden wir da auf dem Weg ja noch was. Ein Gegenstand oder so. Ja, da vorne ist ein Gegenstand. Da, wo die Blumen sind, da ist einfach auch immer oft was. Es ist so ein Anhaltspunkt. Muss ich mir mal merken. Vielleicht ist das wieder was für sie, wäre schön. Es ist aber kein Gegenstand. Nee, dann hätte sie auch längst was gesagt. Da vorne geht es aber schon weiter. Ach man, ich lasse mich hier immer verführen, doch noch weiter zu spielen. Macht aber doch auch ein bisschen Spaß, auf Blumenjagd zu gehen. Ja, sammel die Blume mal ein, Mädel. Ist das nicht da hinten schon wieder unser Sessel? Dann waren wir da ja schon mal. Doof. Ja, das ist unser Sessel. Okay, liebe Leute, dann war es das mit Scarlett und wir sind bei Carmen im Moment. Machen da im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Bis dann. Hallo Leute, es ist Wochenende, das heißt, es geht weiter mit The Pass oder The Path, wie auch immer man es jetzt ausspricht. Auf jeden Fall hatte ich das letzte Mal gefragt, wen wir als nächstes nehmen wollen. Und ja, ich denke, wir nehmen jetzt einfach mal Scarlett, weil da so die Mehrheit der Stimmen drauf lag. Falls ihr euch nicht anders entscheiden solltet, im nächsten Part, genau, denn ich mache immer zwei Parts, einmal, ach, was laber ich hier?